Heute mal ein kleines Tutorial-Video. Ich wurde schon öfter gefragt, was ich für Mods verwende und wie man das Ganze installiert oder was man eigentlich machen muss. Deswegen dachte ich, ich zeige das heute einfach mal, wo ich meine Mods herbekomme, wie ich die installiere und erkläre, was die einzelnen Mods eigentlich machen. Die Seite, auf der wir uns befinden, ist asline oder asline.com. Das ist quasi jemand, oder ich weiß nicht, ob es einer ist, oder ich glaube schon, dass es einer ist, der Mods macht zu allen möglichen Wargaming-Spielen, unter anderem auch zu World of Tanks hat er ein Modpack. Er hat XVM für World of Tanks, was einige ja nicht so gerne mögen. Und er hat eben ein World of Warships Modpack gemacht, wo er einfach Mods sammelt und die in ein Pack zusammenstellt. So, das ist momentan immer der Build, den es gibt. Also es sollte immer ungefähr dem aktuellen Spielbild entsprechen. Sieht man jetzt hier vom 11.3. Wir haben jetzt heute den 13., also vor 2 Tagen der letzte Build. Und die aktuellen Patch Notes von seinem Pack findet man immer hier auf der letzten Seite. Muss einfach ein bisschen sich runterscrollen. Hat er jetzt noch natürlich nicht geupdatet. Hier sind die vom 9. noch drin. Und hat aber hier geschrieben, dass das die Initialversion sozusagen für den letzten Patch ist, also für 0.532. Und hier vorne gibt es aber auch nur einen Downloader. Ich empfehle da immer hier auf den Direkt-Download zu gehen. Ich habe das Ding jetzt schon runtergeladen, deswegen muss ich das nicht machen. Können wir direkt überspringen den Schritt. Also ihr würdet jetzt einfach hier draufklicken und er würde die Datei runterladen. Das Ganze würde dann so aussehen, dass diese Datei, die in eurem Download-Ordner ist, ich habe die jetzt aus Faulheitsgründen und weil ich es einfach einfacher finde, in meinen World of Warships-Ordner gepackt. Könnt ihr einfach da reinschmeißen, könnt ihr aber auch im Downloads-Ordner lassen. Nur wenn ihr Mods wechseln wollt, dann müsst ihr die Datei jedes Mal suchen und ausführen. Also packt euch die irgendwo hin, wo ihr die gut wiederfindet. So, wenn man die Datei ausführt, ja, dann fragt hier Windows einmal nach, ob er das gerne überhaupt, ob er das soll überhaupt. Sage ich mir jetzt einfach mal ja. So, dann können wir hier die Sprache einstellen. Ich lasse meins einfach mal auf Englisch, weil ich keinen Bock habe, die deutsche zu suchen. Wird es allerdings sicherlich auch auf Deutsch geben, die Beschreibung. Dann checkt einmal, ob es Updates für Mods gibt. So, und dann ist ganz wichtig in diesem Installationsmenü der erste Punkt: Enable the Image and Sound Preview by Default. Das heißt, ihr kriegt eine Vorschau, was die einzelnen Mods eigentlich bemachen, also was die machen mit Soundproben oder mit Bildern. Das auf jeden Fall anlassen. Das ist das License Agreement. Alles cool. Hier ist nochmal Patch Notes, was er da reingepackt hat, also welche Mods sich da drin befinden. Hier müsst ihr aufpassen, dass ihr auf jeden Fall euer World of Warships-Verzeichnis angebt. Das Standardverzeichnis ist C Games World of Warships. Also da müsst ihr einfach euer Games-Verzeichnis suchen. So, und dann gibt es hier eine lange Liste. Das sind alle Mods, die da sind, also die zur Verfügung stehen. Und ihr fragt, also man muss die Mods auswählen, die man haben möchte. Also da müssen Häkchen drin sein. Hier sollte auf jeden Fall, wenn ihr auf dem europäischen Server spielt, der EU-Client erkannt worden sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann müsst ihr wahrscheinlich das irgendwie wechseln. Das weiß ich allerdings nicht, wie das geht. Kann ich jetzt nicht zu sagen. Also ich hoffe einfach mal, dass ihr, ich gehe davon aus, dass ihr Deutsche seid, wenn ihr das Video guckt, oder Schweizer oder Österreicher im Normalfall, dass ihr mit dem EU-Client spielt. So, dann fange ich einfach mal an durchzugehen, was ich an Mods verwende. Das erste ist die Players Panel Mod. Wenn ich die anklicke, das ist hier Player Panel, sieht man auf der rechten Seite, da ändert sich die Anzeige. Ich sehe erstmal eine HP-Bar, die eben bei grün anfängt und dann eben langsam weniger wird, je nachdem wie viel Hitpoints das Schiff hat. Dann ist hier der Button Hide Spotting Icons, will ich nicht, sondern ich möchte Spotting Icons. Dann kommt ein kleines Icon davor, wenn dieses Schiff schon mal gespottet wurde oder momentan gespottet ist. Das ist für die Übersicht sehr gut. Man muss einfach nur nach oben gucken, nach oben rechts im Normalfall, und sieht, welche Schiffe momentan gespottet sind und welche eben nicht. Dann gibt es hier diesen Button, dass diese komischen taktischen Symbole hier, wo ich nicht weiß, ob die der Realität entsprechen oder ob die Wargaming die sich ausgedacht hat, werden tatsächlich in die Schiffssymbole geändert. Das heißt, man sieht einfach einen Querschnitt vom Schiff, wie das auch im Hafen normalerweise ist, wenn man unten diese Schiffsansicht hat. Und korrespondierend damit sind hier diese Ship-Contour-Icons. Ich benutze die von Colt 87 mit dem Risky-Style, das ist für Risiko sozusagen. Also hat mit dem Spielrisiko zu tun. Dann werden nämlich diese Schiffe noch eingefärbt. Das heißt, Battleships sind dann diesen Orange-Braunton, Carrier haben Rotton
Und Cruiser sind blau und Zerstörer sind eben hier grün. Und die kriegen noch ein Symbol dazu, aus welchem Land die kommen. Und haben sogar noch ein Symbol, wenn die Premium- oder Special-Schiffe sind. Und somit hat man dann quasi diese Anzeige hier mit den Farben kombiniert. Das ist meiner Meinung nach mit die beste Übersicht, die man haben kann, wenn man eben Schiffe sieht. Oder erstmal um zu gucken, was am Anfang überhaupt was der Gegner hat. Und kann dann sein Team mit dem Gegnerteam eben besser vergleichen. Dann gibt es als nächsten Punkt Crosshairs. Ich habe das Crosshair vom Knuckle Commander. Wir machen ja einmal ein Full-Size-Picture. Das ist einfach wie der Standard-Crosshair, nur es hat hier wesentlich mehr von diesen Entfernungsstrichen. Womit es dann, es geht hier bis 22, womit es dann wesentlich einfacher ist, auf Gegner zu zielen, die weiter weg sind, weil diese normale Skala hört ja irgendwo hier bei 12 einfach auf. Und diesen Teil gibt es einfach nicht auf beiden Seiten. Finde ich doof, deswegen habe ich das genommen. Es gibt noch ganz vielen anderen crazy Shit. Mit so, ja, wie es aussieht wie so ein Fernglas. Muss einfach jeder mal gucken, womit er so gut zurechtkommt und wo nicht. Wie gesagt, ich liebe dieses Crosshair vom Knuckle Commander, einfach weil es so einfach ist. Und nicht irgendwie aufwendig. Es gibt ja solche Sachen mit so einem Spinnen-Overlay, da kann man dann noch irgendwie, wenn man diesen Scout-Flieger hat, irgendwie die Winkel hier übereinander legen und keine Ahnung. Habe ich mich nie weiter damit beschäftigt. Muss jeder für sich selber entscheiden, womit er gerne spielt. Wie gesagt, ich kann dies hier nur empfehlen, wenn man damit klarkommt. Einfaches Crosshair haben möchte. So, der nächste Punkt wären Gunmarker Shapes. Das ist einfach, wie diese kleinen Marker aussehen, also beziehungsweise wie euer Fadenkreuz aussieht in der Mitte. Was ihr da haben wollt. Gibt es unterschiedliche Sachen. Ich komme mit diesem normalen Dreieck eigentlich ganz gut klar. Deswegen ändere ich da nichts. Dann gibt es Kameramods, womit man weiter rauszoomen kann oder andere Kamerawinkel haben kann, sozusagen. Kann man hier ganz gut sehen, dass man auch beim Torpedo-Droppen nicht nur hier die Seite vom Schiff hat, sondern eben mehr sieht. Mit diesen Kameramods gibt es öfter mal Schwierigkeiten, deswegen habe ich die momentan nicht aktiviert. Es gibt Over-Target-Markers, da sieht man dann, was genau das eben für Zerstörer sind. Wird dann direkt da angezeigt irgendwie. Und die werden vor allen Dingen auch groß angezeigt. Brauche ich jetzt nicht so. Wenn ihr wissen so wollt, wenn zwei Carrier sind im Gegnerteam und ihr wissen sollt, von wem welches Schiff ist, oder von wem welcher Flieger ist, besser gesagt, könnt ihr diese Mod hier einschalten. Allerdings müsst ihr beachten, dass hier die Client Language auf Englisch gestellt wird. Also wenn ihr den Client auf Deutsch habt, ist er dann auch auf Englisch. Dann gibt es hier, ja, wenn man seinen Captain als My Little Pony oder irgendwas anderes hier, kann Call ist ja auch recht beliebt, haben möchte, kann man das hier umstellen. Ich benutze das nicht. Da gibt es hier verschiedene Anzeigemods für Feuer, Torpedo, Warnung, was auch immer. Kann man sich, ob man spotted ist, kann man sich alle möglichen Sachen einfach raussuchen. Wie gesagt, auch da habe ich einfach die normalen Standardsachen. Wenn man drauf steht, kann man sich goldene Consumable-Icons reinbauen, um das besser zu unterscheiden. Habe ich jetzt auch nicht drin. Die Minimap-Mod ist eigentlich sehr, sehr praktisch. Und zwar gibt es dann, müssen wir mal gucken, ob man das irgendwo sehen kann. Die von Qualme funktioniert nämlich momentan nicht, leider. Es gibt eine von Mostrophil im Normalfall. Die ist jetzt hier in der Modpack scheinbar nicht dabei momentan. Da wird bei der Minimap zum ersten wird hier die, wie sagt man, die Koordinaten werden umgedreht, also wandern an eine andere Seite. Ich finde es so viel logischer, oben links, also das hier zu lesen und so zu lesen, anstatt unten und hier. Also die Achsen werden quasi anders beschriftet, so heißt es. Und bei der Minimap-Mod, die ich eigentlich habe, wären hier noch Sichtbarkeitsringe um einen selber rum. Einmal ein weißer Ring, wie weit man an der Oberfläche sichtbar ist, und ein gelber Ring, wie weit man aus der Luft sichtbar ist. Kann man, also gerade für Zerstörer ist es recht praktisch. Wie gesagt, hier funktioniert die aber nicht momentan, wie ich sie mir vorstelle. Wenn man historische Flaggen möchte, die würde ich jetzt nicht anklicken, weil da auch böse verfassungsfeindliche Symbole drauf sind. Kann man hier die Flaggen nehmen. Wer ein Ladescreen möchte, ich habe hier die Yamato eingestellt, weil ich das Schiff schick finde und es selber auch habe, kann man das eben machen. Hier kann man beim Lock-and-Screen noch verschiedene Sachen auswählen. Gibt es alles Mögliche. Man kann sich da irgendwelche Filme angucken. Auch wieder My Little Pony. Verschiedene Musik, was auch immer.
Und ja, frisst aber eigentlich nur Festplattenspeicher und normalerweise bin ich nie so lange im Lock and Screen. Das ist irgendwie für mich interessant, ja. Was ich noch habe, sind Color Tracer. Die Tracer werden ja mit einem der nächsten Patches umgeschrieben. Bis dahin habe ich allerdings das so, dass die HE-Munition, also die High-Explosive-Munition, bei mir rot ist. Sieht man ja auch in meinen Videos immer mal wieder, dass die so einen langen roten Schweif hinter sich herziehen. Kann ich ganz gut erkennen, was der Gegner auf mich schießt, was ich auf ihn schieße. Und die panzerbrechende Munition, also die AP, ist eben blau. Ich habe hier die Version von Admax. Es gibt da auch noch andere, die weniger auffällig sind zum Teil. Oder ganz auffällig, dass sie aus, als ob man Laser schießt, stehe ich überhaupt nicht drauf. Und man kann auch hier diese Smoke Lines hinter den Shells kann man auch noch ausschalten, wenn man das möchte. Ich habe die an, weil dann sehe ich ungefähr, wie meine Schüsse einschlagen. So, wenn man möchte, kann man hier seinen Bildschirm in Brand setzen bei Feueralarm. Habe ich auch nicht an, gibt es verschiedene Varianten. Man kann diese Cruise Control Sachen so ein bisschen einfärben. Habe ich auch nicht an. Seit dem vorletzten Patch ist das, glaube ich, so riesig, dass ich das nicht brauche. Bei Ship Previews kann man hier noch auch wieder mit Kankoll-Hintergrund da reinhauen. Es gibt verschiedene Sound-Mods, die ich bisher noch nie ausprobiert habe, muss ich gestehen. Aber auch da gibt es ein Voice Pack von Kankoll. Also wer da in diese Richtung sich interessiert, wird auf jeden Fall glücklich. Man kann seinen Kompass ein bisschen höher ans Fadenkreuz ranrücken. Oder man was hat man hier eigentlich gemacht? Ah, das ist auch ein bisschen alles verschoben, einfach quasi auf die rechte Seite verschoben. Da ist es nicht mehr links unten in der Ecke, sondern wandert eben hier rein. Und das Capturen wandert nach hier oben. Könnte ich eigentlich mal ausprobieren, aber lasse ich jetzt einfach auch mal aus. Beim Chat habe ich an, dass mir also hinter dem Namen, weiß ich dann direkt, welches Schiff mit mir gechattet hat oder welches Schiff überhaupt chattet. Kann ganz manchmal interessant sein, wenn ich weiß, wer ungefähr neben mir ist als aufmerksamer Spieler und der irgendwas chattet, dann weiß ich, es ist entweder für mich oder es ist halt für irgendjemanden ganz woanders. Hier kann man irgendwas an den Achievements umstellen, das ist jetzt nicht so spannend. Hier kann man den Maprand einfärben. Habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Was ganz spannend sein kann, sind Shipskins. Wenn man nicht mit dem Aussehen seiner Schiffe zufrieden ist, kann man hier eben ganz viele verschiedene Ship-Skins draufpacken. Gibt es einen Haufen Skin-Packs, die hier irgendwie teilweise historische Camos, teilweise nicht historische Camos draufpacken. Können wir uns das hier mal da einmal angucken. Die Amagi zum Beispiel in Grauton, die hat ja normalerweise nur ihre andere Tarnung. Arbeite ich nicht mit momentan, weil es da teilweise doch relativ blöde Probleme geben kann. Also da muss man halt jedes Mal, wenn man damit im Skin nicht mehr zufrieden ist, nach einer Woche oder nach zwei, muss man das ganze Modpack neu installieren. Deswegen lasse ich das. So, ein spannender Teil sind dann noch hier die Various Mods. Wenn man die Schiffe immer in Grau sehen möchte, dann kann man den Camouflage Remover benutzen. Man kann Torpedos sichtbarer machen. Und in verschiedenen Farben. Benutze ich nicht, brauche ich nicht. Was ganz spannend ist, ist die Clear Vision Mod. Die sorgt nämlich dafür, dass bei der Schiffspreview im Hafen, so ist ja sonst so in Grau, wird das dann auf einmal farbig. Finde ich sehr viel besser, kann man sich die Schiffe schon mal wesentlich besser angucken und sieht, was da auf einen zukommt. Eins meiner für mich wichtigsten Add-ons, damit ich sehen kann, ob ich in der Schlacht nützlich bin oder nicht, ist der Damage Counter und die eingebaute Battle Clock. Dann kriegt man eben hier oben so eine Anzeige, hat man in meinen Videos ja auch schon bestimmt gesehen. Man hat hier eine Uhr mit Stats, mit FPS und Ping und wie viel Zeit noch in der Schlacht ist und eben hier, wie viel Schaden man schon gemacht hat. Das ist immer aber nur sichtbarer Schaden. Wenn man den Schaden nicht sieht, also wenn man Torpedos schießt und treffen was Unsichtbares, dann wird der Schaden halt nicht angezeigt und kann auch nicht berechnet werden. Halt dann erst nach dem Gefecht. Eine Mod, die momentan nicht funktioniert, sind Session Stats. Da wird einmal quasi der gesamte Tag immer zusammengefasst. Ich habe gerne die richtigen Schiffsbilder schon hier im Schiffskarussell im Hafen und nicht nur diese grauen Vorschaubildchen. Deswegen habe ich die Mod eingestellt und einmal, dass mein ganzer Schaden zusammengerechnet wird, direkt hier unter meinen Credits nach der Schlacht. Das ist auch recht praktisch. Es gibt hier noch Full Packages.
Die hat S-Line aber scheinbar noch nicht aktualisiert im Moment. Der Fairness halber hat ja gesagt, es gibt nicht nur S-Line, der Mods macht, sondern es gibt da noch einen Haufen anderer Leute, die das eben auch betreiben. Musst du einfach mal googeln. Ich benutze eben das, weil ich die Mods da bisher am bequemsten installieren kann mit diesem, Entschuldigung, mit diesem Installer. Und ja, ich würde sagen, einfach mal ein bisschen ausprobieren, was euch da gefällt und was euch nicht gefällt. Wenn man jetzt seine ganze Liste ausgewählt hat, wie ich das jetzt hier gemacht habe, klickt man einfach auf Next. Dann wird man hier gefragt, ob man einen Clean Install, einen Normal Install oder alles removen möchte. Ich würde immer empfehlen, einen Clean Install zu machen, weil aus dem Grund dann überschreibt er einmal alles, was in diesem ResMods Folder ist. Da sind nämlich unter anderem die Mods drin gespeichert und unter anderem auch die Skin Mods. Und wenn da irgendwas schief geht, dann habt ihr nämlich danach eventuell gemixte Skins. Hatte ich auch mal zwischendurch, sah sehr scheiße aus. Deswegen das dann lassen. So, im Normalfall würde man jetzt einfach auf Next klicken. Er würde sich die Packages, die man eben braucht, die man ausgewählt hat, runterladen. Und dann ist das Ganze drauf. Ich cancel das jetzt an der Stelle, weil ich habe die Mods schon drauf momentan. Muss also nichts mehr verändern. Man kann sich das Ganze angucken bei der Complist. Sieht man hier eben die Selected Components. Das sind eben alle Mods, die man sich installiert hat. Also das ist einmal zusammengefasst, relativ kurz aus dieser Riesenliste. Sieht man einmal hier, was man gemacht hat und ob man einen Clean Install gemacht hat oder nicht. Wie gesagt, würde ich meistens empfehlen. Also eigentlich immer. Wenn man jetzt mit seinen Mods nicht mehr zufrieden ist oder aus irgendeinem Grund, es kommt ein neues Modpack raus, weil S-Lane jetzt gepatcht hat. Das hat der Nachteil an Mods, man muss sie regelmäßig updaten. Gibt es hier in dem World of Warships Ordner ist das immer, die Unins 001, die einmal doppelklicken. Dann fragt er, möchte man S-Lanes Modpack deinstallieren? Klickt man ja, das ist das Ganze in den Grund haben, man muss es neu runterladen. Und dann eben von vorne installieren, wieder die Sachen auswählen. So, ich hoffe, das war eine kleine Übersicht für euch, dass euch das ein bisschen weitergeholfen hat. Wenn ja, kann ich sowas gerne öfter mal machen, auch für andere Sachen, einfach kleine Tutorials. Und ihr könnt generell einfach mal schreiben, wenn ihr wollt, ob euch so analytische Videos besser gefallen oder ob ich einfach, also von Replays, oder ob ich weiterhin lieber einfach live kommentieren soll. Momentan habe ich ja einen Mix. Könnt ihr einfach mal schon sagen, kann auch weiterhin gerne beides machen, was euch da gefällt. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.